Hallo und herzlich willkommen hier auf taschenpcs.de zu einem neuen Video. Heute haben wir nun endlich das Review zu dem Microsoft Lumia 640 DS, also der DualSIM-Variante dieses Smartphones für euch. Und wie immer, eigentlich wie ihr es von uns gewohnt seid, kommen wir zu dem Pro und Contras. Also wie gesagt, ich werde was von den Handys aufzählen, dann die Kontras und zum Schluss ein Fazit ziehen mit einer Kaufempfehlung, ja oder nein ausfällt oder mit einem Aber oder wie auch immer. Ihr seid es, ihr kennt es von uns und naja, wir fangen mal an. So, zunächst wie immer die Pros. Da haben wir einmal das Design. Ich finde es schön, ich finde es simpel. Nicht viel Schnickschnack, finde ich gut. Ja, wir haben halt hier, ich zeige es euch nochmal so ein bisschen, was es hat. Display 5 Zoll, lauter Leiser-Taste, Lock-Button, Micro-USB-Eingang, AUX-Kabel-Eingang, Kamera, Blitz, Microsoft-Logo, Punkt, das war's. Leider keine Kapazitäten-Tasten, aber dazu kommen wir nochmal. Leider keine Hardware-Tasten, Entschuldigung, aber dazu kommen wir später nochmal. Finde ich persönlich gut, ich mag so ein simples Design, ich mag es nicht, wenn Handys so ganz viel tolle Sachen haben, aber mittlerweile sind die auch alle sehr simpel. Finde ich persönlich sehr gut, bin ich ein Fan von. Nächster Punkt haben wir den Display, 5 Zoll. Es hat eine Auflösung von 720x1280 Pixeln, also das heißt HD. Passt gut zu dem Bildschirm, finde ich gut. Es stört nichts, wenn man hier mal so guckt. Also ich hoffe, es kommt ganz gut rüber in der Kamera. Also ich finde, es ist schön. Also keine. Sie wirkt nicht körnig, es wirkt einfach auflösend, man hat nicht das Gefühl, es stört irgendwas. Also ich finde es schön und die Auflösung passt halt zum Display und auch zu der Größe. Das ist auch immer, finde ich, sehr wichtig bei einem Smartphone, dass es gibt ja Handys, die haben einen größeren Display und die Auflösung passt da nicht. Finde ich nicht schön, sieht dann immer auf gut Deutsch scheiße aus. Aber hier ist das nicht der Fall, ist. Also man muss auch immer den Preis im Auge behalten für den Bereich von 138 Euro zu 177 Euro. Echt schön, muss man einfach mal ganz klar sagen. Als nächstes haben wir den Akku auf meiner Liste stehen. Der ist top, also ich bin richtig begeistert von diesem Akku. Liegt daran, dass es vielleicht noch ein sehr neues Gerät ist. Ich meine, das ist erst im April diesen Jahres erschienen. Deswegen kann das auch noch gut sein, dass der Akku noch gut bei ist. Ich blende mal hier so ein paar Screenshots ein vom Handy. Ich habe morgens einfach mal von der Steckdose abgemacht. Sehen wir 100%. Dann habe ich so am Abend, später Abend Ari da ran gemacht. Und dann sehen wir, hat eigentlich relativ wenig verbraucht, obwohl ich den ganzen Tag in der Uni gesessen habe. WhatsApp, Quizduell, Twitter, Instagram und so weiter gemacht habe. Also so ganz normale, durchschnittliche Sachen. Also kann man schon mitarbeiten, ist gut. Das einzige Mal war gestern, wo der Akku wirklich leer gegangen ist. Da bin ich aber erst um 2 Uhr nachts heimgekommen. Also da hält er schon was aus. Zunächst zumal kann man den sogar noch austauschen. Haben jetzt nicht mehr so viele Smartphones, also hier Akku kann man austauschen. Haben jetzt nicht mehr so viele Smartphones. Zum Beispiel beim Samsung war das ja immer so, der Vorteil gegenüber zum iPhone, man konnte SD-Karten reintun, man konnte den Akku wechseln, geht ja jetzt auch nicht mehr. Hier ist das noch der Fall, finde ich super. Also falls der Akku mal kaputt geht, einfach austauschen und man ist wieder dabei. So, dann kommen wir zum Performance-Punkt. Also beim normalen Betrieb, ich habe ja gerade gesagt, WhatsApp und so weiter, keine Performance-Probleme. Handy läuft flüssig. Ich sage nochmal kurz, was dieses Handy drin hat. Hat natürlich 1 GB RAM. Standard eigentlich für Smartphones. Und drinnen werkelt ein Qualcomm MS. Ja, ich könnte jetzt diese eine ewige Nummer sagen, aber ich glaube, wenn ich da einfach Qualcomm Snapdragon 400 sage, mit einem Quad-Core von 1,2 GHz, kann man mitarbeiten, ist okay, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist vernünftig. Wie gesagt, ich hatte keine Performance-Probleme beim normalen Gebrauch mit E-Mails, mal ab und zu hier ein Quizduell oder ein anderes Spiel. Kann man mitarbeiten, ist vollkommen okay. So, ich habe ja vorhin schon mal den Preis angesprochen.
auch hier finde ich, es ist ein super Plus. Microsoft, die Handys, die können was, sind aber nicht teuer. Ich finde das richtig toll. Wie gesagt, das ist die DualSIM-Variante, die ist ein bisschen günstiger als die LTE-Variante. Die LTE-Variante kostet so maximal, habe ich so gesehen, Amazon-Preise sind es hier natürlich, 177 Euro, mal da ein bisschen Euro, ein paar Euro mehr, da ein paar Euro weniger. Und die Variante, die DualSIM-Variante, kostet so eben um den Bereich, ja, so 138, 120. Also das ist, kommt auch wieder sehr an. Das Handy habe ich in letzter Zeit zum Beispiel auf MyDeals oder so sehr oft im Angebot gesehen. Also kann man mal gucken. Also Preis ist vollkommen okay für dieses Handy. Also dafür bringt es auch gute Leistung, muss man jetzt mal auch hier sagen. So, die Kamera. Für diesen Preis, wie gesagt, ist es eine absolut okay Kamera. 8 Megapixel und 1 Megapixel in der Frontkamera, also hier einen, hier 8, ist okay, kann man mit arbeiten. Mal hier ein Bild, mal da ein Bild. Und ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ist vollkommen okay, ausreichend, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ja. So, die Lautsprecher, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Sie sind laut, also hier dieses kleine Ding hier. Aber, damit das aber, sage ich euch gleich, nach der Werbung, nein Spaß, das sage ich euch bei dem Kontrast. Also sie sind laut, das muss man mal sagen. Also sie haben ordentlich Klang. So, den nächsten Punkt, den ich halt getestet habe, war das Bluetooth. In Verbundenheit, was weiß ich, mit Lautsprecherboxen, diese also tragbare Lautsprecherboxen. Oder im Auto, klappt gut, wunderbar. Verbindung klappt, auch einfach. Und man hat ich habe eine hohe Reichweite, also relativ hohe Reichweite. Kommt jetzt auf den Hogwarts Betrachters an, ohne Störung, das ist echt okay, also haben sie auch gut eingebaut. So, kommen wir jetzt zu den Kontras. Ich habe ja gerade den Kontrast mit den Lautsprechern gesagt und da finde ich so ein bisschen die Vibration. Mit den Vibrationen, genau, wie komme ich jetzt von Lautsprecher zu Vibration? Genau, ich habe hier, wenn ich jetzt das auf Vibration gestellt habe, das Handy, hatte ich das Problem, es hat einfach scheiße sich angehört. Total, ja, minderwertig auf gut Deutsch. Also es hat sich so, als ob hier irgendwas nicht drin, also nicht richtig verbaut war. Es hat hier richtig so, also so richtig, ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich kriege jetzt auch gerade keine Nachricht. Ist ein bisschen doof gerade. Hat sich so ein bisschen minderwertig angehört, so dass, als ob da irgendwas nicht richtig verbaut wurde, irgendwie was. Keine Ahnung. Also war echt nicht gut. Und bei den Lautsprechern, jetzt kommen wir zu den Lautsprechern, genau dasselbe Problem, sehr laut, aber kein Superklang. Also es war echt nicht schön, deswegen habe ich auch nicht so viel über Lautsprecher, keine Ahnung, telefoniert oder so, weil das echt mega kacke war. Ich habe auch immer, wenn ich, was weiß ich, eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen habe, habe ich auch immer Kopfhörer reingemacht. Also da ist ein bisschen verbessern bitte Microsoft beim nächsten Gerät. Das ist echt nicht so schön, vor allem mit der Vibration. Ist echt nicht so geil, weil das sich echt minderwertig und schlecht verarbeitet angefühlt hat. Nächster Punkt ist diese kapazitiven Tasten. Also das sind diese Tasten hier unten. Fand die Nerven. Die Nerven richtig hart. Also wenn ich bin ein Fan von Hardware-Tasten. Wenn hier, wie beim iPhone-Handy ist jetzt einfach mal dieser Home-Button, der ist, drückt man drauf, kommt man zum Home-Button. Hier nerven die. Manchmal komme ich habe große Finger, komme ich, wenn ich jetzt hier auf Spotify, komme ich auf den Home-Button. Wenn ich jetzt hier auf Herdrive oder so, das stört sehr. Das stört einfach sehr. Gut, manche kommen damit klar, manche mögen das. Ich persönlich bin kein Fan davon. Deswegen mängel ich das jetzt mal hier an dieser Stelle an. Leute, die das gefallen, die brauchen das jetzt nicht als Minuspunkt sehen, sondern eher als Pluspunkt. Anderer Minuspunkt, der mir aufgefallen ist, das habe ich aber schon öfters gelesen bei anderen Modellen, ist, dass der Bildschirm nicht sofort reagiert. Ist hier auch der Fall, aber jetzt nicht deswegen, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier auf Twitter drauf drücke, dass er dann nichts macht. Es ist sehr selten passiert. Ab und zu, vielleicht liegt es auch an meiner Unfähigkeit, habe ich drauf gedrückt und es ist nichts passiert. Vielleicht habe ich nicht richtig drauf gedrückt, keine Ahnung, aber das ist manchmal so passiert. Es ist mir halt aufgefallen und wollte euch sagen. Aber es ist sehr, sehr selten passiert. Also vielleicht zweimal in diesen zwei Wochen, wo ich das hatte, aber es ist mir aufgefallen. Wollte es nur hier an der Stelle anmerken. Leider hat dieses Teil kein NFC. Das XL schon, finde ich schade. Würde auch 10 Euro mehr bezahlen oder 5. Hätte dafür diesen NFC-Chip, könnte NFC nutzen, hat es leider nicht. Finde ich nicht gut. Einfach weil ich möchte nicht
ich möchte schon gern NFC haben. Das ist jetzt für mich mittlerweile so eine Sache, wo ich sagen muss, okay, neuere Smartphones, NFC kann man mal machen, aber kann man erwarten. Und das, ich meine, das XL hat es ja und ich möchte, dieses XL ist einfach riesig, das ist ein Monster-Ding. Und das muss man ja nicht unbedingt kaufen, wenn man gar nicht so ein großes Smartphone haben will, ne? Finde ich schade. Dann haben wir das Problem gehabt, ich weiß auch nicht, woran das lag. Es hat sich einfach ab und zu einfach mal neu gestartet. Ich hatte so hier so ein paar Sachen ausprobiert und zack, stand da bis bald neu gestartet. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich will es hier nur nochmal anmerken, fand ich nicht so geil. Dann haben wir natürlich wie immer so typische Windows Phones Probleme, die wir bei jedem haben. Kein Snapchat, finde ich scheiße, gut Deutsch. Ich verstehe es nicht, also... Und dann hatte ich das Problem mit Spotify. Ich weiß nicht, das interessiert mich mal. Habt ihr das auch, habt dieses Problem mit Spotify? Ich habe Spotify Premium und kann ich ja mal hier öffnen. Wenn ich eine Playlist runterladen will, geht nicht. Manche gehen, manche werden sofort runtergeladen, manche werden auch runtergeladen, ist auch dieser komische Pfeil. Aber dann hört's auf und lädt nicht weiter und nach 5 Minuten ist diese Playlist wieder weg. Also ich habe hier zum Beispiel hier Motivation, diese Playlist, die ist nicht runtergeladen, egal was ich machen kann, der Rest hier schon. Ich weiß nicht, woran es liegt, interessiert mich mal, ob es bei euch auch so ist. Ist halt so ein Typ, es liegt jetzt nicht an dem Gerät speziell, sondern ist so ein typisches Windows Phone Problem. Ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Kommen wir zum Fazit. Fazit fällt bei mir sehr positiv auf. Ich finde es ein gutes Smartphone für den Preis, einfach top. Akku, Performance und so weiter, alles super, Display schön. Alles gut, nur halt so ein paar Verarbeitungsprobleme, nenne ich es jetzt einfach mal, finde ich nicht ganz so toll, aber definitive Kaufempfehlung, ist ein günstiges Smartphone, es kann viel, also wer auf der Suche ist nach einem Übergangssmartphone, was günstig ist, was viel kann, kann ich dieses absolut empfehlen und vielleicht auch mal Windows Phone ausprobieren will, ist ein super Einsteigermodell, kann man empfehlen und das war's auch schon von diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, einen Kommentar, vielleicht ein Abo, wenn ihr neu seid und es euch gefallen hat. Und ja, kann ich einfach nur sagen, haut rein, macht's gut und ciao.